Hey Leute, Keiko hier. Ich begrüße euch recht herzlich zum dritten Part von Let's Play Ruby von unserem Free-to-Play-Melee-Projekt. In diesem Video werden wir ganz, ganz viel Content haben. Wir werden Fischpuzzle, also so einen kleinen, werde ich euch einen kleinen Einblender zeigen, wie wir die ein paar Fischpuzzeln nicht gespielt haben, sondern so das Ergebnis, weil leider hatte ich nicht so viel Zeit für die Angel-Events, wie ich gerne hätte. Dann natürlich Shopstellen, dann werdet ihr auch mal sehen, wie viel Geld man eigentlich mit diesem Event machen kann. Das ist so verrückt auf Ruby und deswegen liebe ich den Server so sehr. Dann haben wir wieder riesen Progress gemacht. Wir haben unsere ersten Investitionen getätigt, neues EQ gekauft. Wir haben ein riesen, riesen Schnäppchen gemacht. Ich weiß nicht, ob der Typ sich in der Zahl vertan hat. Muss eigentlich, hat mir auch ein bisschen leid getan, aber sowas gehört dazu. Man hat man Glück, man hat man Pech und natürlich, wie sollte es auch anders sein? Wir haben das erstmal ein bisschen gegambelt mit Haststeinen. Die haben uns schon gut Bruch gemacht, aber das gehört leider mit zum Spiel dazu. Was soll man machen? Ist leider so. Aber bevor wir weiter ins Video starten, würde ich mich freuen, wenn ihr die Videobeschreibung auscheckt. Da könnt ihr gerne, wenn ihr Lust habt, natürlich mein Discord joinen. Zum Discord joinen. Ich bin auf der Suche nach einem Discord-Mod, der sich damit auskennt, wie man das alles einrichten kann und sowas. Ich hatte davon leider keinen Plan, aber ich dachte so, ein Discord-Channel für die Community, wo man vielleicht untereinander handeln kann, nach Tipps fragen kann. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir auf Twitch folgen würdet, weil in naher Zukunft wird es auch Streams geben, wie ich die Oster-Metis farme, wie ich angel, beziehungsweise die Angel-Events mitnehme. Einfach chillen, eine gute Zeit haben. Darüber würde ich mich freuen natürlich. Also auf jeden Fall, wenn ihr mir auf Twitch folgen könnt und dem Discord-Channel joint und wenn ihr Ahnung, also wirklich Ahnung habt, wie man so einen Server einrichtet, einen Discord-Server, ein guter Discord-Mod, könnt ihr mich auch gerne privat anschreiben, dann halt auch in dem Fall über Discord. Meine Eddy und alles ist alles unten in der Videobeschreibung. Und sorry fürs Volllabern, natürlich, das darf auch nicht fehlen, wenn ihr keinen weiteren Part verpassen wollt. Natürlich, Leute, würde ich mich über ein Abo freuen. Das und natürlich eine positive Bewertung. Ihr seid in den Kommentaren super aktiv, super coole Kommentare. Freut mich immer wieder zu lesen. Ich lese auch wirklich alle Kommentare und beantworte eigentlich so gut wie alles. Das macht mir extrem Spaß, erst recht auf der Arbeit. Das ist eine gute Ablenkung zum normalen Arbeitsalltag. So, genug gelabert. Jetzt kommen wir weiter zum Video. Ihr habt gesehen, wir haben die ersten OZs abgegeben. Mehr oder weniger erfolgreich. BIOS wird einen großen Punkt für dieses Projekt ausmachen, weil erst so ab der Tugis-Tafel-Bio würde ich sagen, ist es realistisch, dass man angenehm Melee farmen kann. Wir werden es auch, denke ich mal, ohne schaffen. Aber das werden wir in naher Zukunft sehen. Hier haben wir so unser erstes Investment getätigt, womit ich auch zufrieden war. Wir werden ja natürlich auch sehr viele Melee-Chars leveln an sich. Und deswegen wollte ich schon angenehmes Feuer-IQ haben. Ich werde auch auf Ninja committen. Ich habe im letzten Video natürlich gefragt, sollen wir den Krieger als Farmer benutzen, aber die Mehrheit hat gesagt, spiel das, worauf du Lust hast. Und ich habe mich natürlich dazu entschieden, klar, wir bleiben beim Ninja. Klar stellen wir uns auch da mit irgendwo selber ein Bein, weil ich muss ja nicht sagen, Ninja Early Game, also vor Zodiac-Dolchen, ist Ninja wirklich ziemlich Müll. Und hier seht ihr das. Und gleich werdet ihr das auch sehen, die Haststeine, 11 kk. Das war auch wieder ein Fehler, da so rein zu investieren. Aber das hatte alles einfach nur den Hintergrund. Ich wollte einen Hass plus 4 drin haben, weil wir halt natürlich die Ostermedians gut farmen werden. Und hier seht ihr den Clip auch. Ich habe nach EQ auf dem Markt gesucht und dann sehe ich einfach dieses 5-Eck-Schild plus 9 mit AGO für 50 kk auf dem Markt. Ich glaube, also wenn ich mir die anderen Preise angeguckt habe, ich glaube, wollte 3 Won oder wenn nicht sogar 4 Won hinschreiben. Da habe ich mich schon überlegt, ob ich den anschreiben soll. Weiß ich nicht. Es gehört auch irgendwo zum Metier dazu. Klar hat man sich in dem Moment gefreut, aber naja. So, und hier kommen wir zum Riesenbruchpart. Hier haben wir es geupped. Und ich wollte eigentlich gar nicht upen, ich wollte nur einen Hass plus 4 drin haben. Aber wie ihr seht, es fällt die ganze Zeit und ich hatte keine Steinhandbücher. Was bleibt übrig? Natürlich muss man dann die Rüstung upen, um die Steinsplitter rauszukriegen. Klar, ich hätte anderweitig natürlich an Steinhandbücher kommen können, aber
ihr kennt das ja selber, man ist dann irgendwann sauer und will den Stein drinne haben, beziehungsweise, ja, man möchte, dass es dann endlich klappt, dann tiltet man weg, ja. Und irgendwann mal ist dann der Hassstein reingegangen und, ja, am Ende hatten wir die Rüstung plus 7, aber es fehlt ja natürlich noch ein Stein und das ist dann in dem Fall der Ausweichenstein. Und da hatten wir dann doch wieder ein bisschen Glück gehabt. Wir probieren sie natürlich auf plus 8 appen und sie ist durchgegangen von 4 auf 8 und der Ausweichen hat natürlich auch geklappt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und als nächstes Investment, jetzt haben wir Schuhe, Rüstung und das Schild, bin ich sehr mit zufrieden. Natürlich wurde das Yang immer weniger. Leider sind mir einige Clips abhanden gekommen, wie Fische weggegangen sind. Und ich habe mir noch einen Kriegskeiler gekauft. Hätte ich eigentlich an sich auch nicht gemacht, weil das war auch extrem teuer. Ich glaube, wir haben gezahlt dafür 3 Won. Das werdet ihr auch gleich sehen. Und dann nochmal eine Money-Projektion drauf gemacht. Das habe ich eigentlich nur gemacht, wie gesagt, für die Ostermeetings. Einfach auch für den Content und so. Vom Yang her würde sich das Angeln, das reine Angeln viel, viel mehr lohnen. Aber natürlich will ich euch auch Content liefern, weil, ja, durchgehend wie ich Angel-Shop-Stelle, das will, glaube ich, auch keiner sehen. Und noch einen kleinen Anhänger, auch in den Kommentaren wurde uns geschrieben, dass ich das mit dem Free-to-Play nicht allzu ernst nehmen soll. Dass ich also auch die Quality-of-Life-Items, also sowas wie, weiß nicht, Kaschmirbündel, Fischereihandbuch und sowas mir auch so holen kann. Bis jetzt habe ich mir die Fischereibücher immer von Eisenkisten und sonst was geholt. Aber ich denke mal, je nachdem, das könnt ihr gerne entscheiden, ob das jetzt sagt, ob ihr sagt, okay, das nimmt den Free-to-Play-Faktor raus, wenn du dir jetzt ein Fischereibuch oder ein Kaschmirbündel holst oder gegebenenfalls in naher Zukunft einen Offline-Shop. Weiß ich nicht, da bin ich noch unschlüssig, da würde ich mich freuen, wenn ihr was dazu sagen könnt. Ihr habt gesehen, wir haben uns den Kriegskeiler geholt. Dann hatte ich noch eine Money-Projektion, die hat mich 50 KK gekostet und 11 Shiris. Das waren insgesamt so 1,2 Won, war auch ein richtiges Schnäppchen. Und hier habe ich dann mir die 30er Jungheldenwaffe rausgeholt. Natürlich die Einhandwaffe, nicht die deutsche, weil wir wollen die 20% vom Keiler mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, das war es erstmal von diesem Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part einschaltet, weil da gibt es geilen Content. Auch wieder sehr, sehr viele Zaubereier werden geöffnet. Und dann wünsche ich euch und euren Familien schöne Ostertage und vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen und kommentieren. Haut rein, Leute.